Jetzt 3G am Arbeitsplatz soll ja weiter bestehen bleiben. In, zum Beispiel der Wiener Stadtrat Hacker hat ja schon, der hätte am liebsten 2G am Arbeitsplatz. Wäre das überhaupt realistisch aus Ihrer Sicht oder geht das eh nicht? Also ich halte es für nicht realistisch, 2G am Arbeitsplatz, weil wir halt sonst das Riesenthema haben, dass wir die Leute nicht in der Beschäftigung haben. Wir brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deswegen ist 2G für mich keine wirklich vernünftige Lösung.